Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier auf dem Kanal gefallen, würde ich mir natürlich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich das Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort sind wir auch ziemlich kurz vor den 50 Followern. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen, wenn wir das demnächst mal schaffen können. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an. Heute haben wir eine neue Lackierung und dann haben wir als erstes den Überschall-Scan. Da hat man vier verschiedene Stile. Einmal den Schädelstil, den Wolfstil, Hornissenstil und den Falkenstil. Das Backpack ist auch reaktiv. Hier werden einfach die Kills dann angezeigt. Also nichts allzu Besonderes. Dann gibt es dazu den zielsicher Gleiter und die verstohlene Schwarzlackierung sowie auch noch die Luftkampflackierung. Als nächstes haben wir dann hier den Bush Ranger mit den Honecker Spitzhacken. Dann haben wir den Riley Skin mit der Wild Axe Lackierung, dem Herold Stab als Spitzhacke, die ist auch reaktiv, ich weiß allerdings nicht genau, was daran reaktiv ist, und dann noch der Lampenlichtgleiter. Dann haben wir den Nacht Skin, einmal in der unheimlich und unheimlicher Variante. Dann haben wir die Pfadfinderin, war glaube ich schon etwas länger nicht mehr im Shop. Aber ich glaube auch noch nicht extrem lang, so ein halbes Jahr vielleicht hätte ich gesagt. Dann haben wir auf jeden Fall als nächstes die neue Streifenströmer-Lackierung, die tatsächlich eigentlich ganz cool aussieht. Hier vorne eben halt noch so alles zusammen an Farbe und dann bröselt das so nach hinten eben halt auf. Das ist auch Teil des Ghost und Shadows Set. Ich weiß gar nicht, was noch in diesem Set ist, aber wird wahrscheinlich irgendetwas mit dieser Season zu tun haben. Dann haben wir den Fußfinesse-Mode, den Zahnseidenwirbler und Abfeiern. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.